Morgen. Ja, hallo, ja, Fabian. Ja. Also, guten Morgen. Käffchen? Ich bin jetzt angekommen. Ich habe 11 Stunden geschlafen. Ja, komm. Komm hier. Wir fahren. Wir fahren. Ja, fein. Ja. Ja, nach dieser actionreichen Tour und Fahrt am Ende kam ich nicht mehr dazu, irgendwas noch zu füllen. Ich bin einfach angekommen, habe gegessen, alle begrüßt, wir waren noch spazieren. Und ja, ich habe sofort geschlafen und auch nur 11 Stunden, total gut. Erstmal schön ein paar Hölzchen eingekauft. Wir wollen nämlich gleich im Marder verschollen. Ne? Ja, killen wollen wir. Ja, ein kleiner Dreck sein. Die ganze Karre zerstört, gar keinen Ladedruck mehr gekriegt. Wollen wir gleich mal eine Runde basteln. Was fahre ich denn hin? Keine Stelze haben. Mechatroniker. Kann das schon wieder. Jetzt geht er dran, ja. Oder ein Zimper. Ja, ein Zamperoni hier. Er leuchtet auf jeden Fall blau. Oh! Ja, mehr ist er nicht. Wird dein Auto jetzt jeden Tag so piepen? Ich glaube, ja. Das geht ja mit anderen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn irgendwann ein Nachbar hier vor der Tür steht und fragt, ob du bescheuert bist. Wenn du blind wärst, könntest du auf jeden Fall dein Auto auch wieder finden. Das stimmt. Servus. Servus. Ich würde den hier in dem Bereich, hier wo der Riemen ist, aufhängen. Ja, nicht so langes Kabel. Dass wenn der Baumel sich richtig schön reinverheddert. So, in dem Bereich würde ich nie gehen, hier ist der Turbolader. Da wird es heiß. Ja, ich gucke gerade überhaupt, wo ich irgendwie hin kann. Dem, dass da irgendwie dann... Müsste eigentlich reichen da unten, oder? Ich kann ihn auf jeden Fall noch sehen. Na, wo ist er? Ich hab mal Kohle im Arsch. Da klemmt doch was. Das geht nicht. Ne, ja, der fehlt mir schon so ein Ding im Arsch gemacht. Nix da. Ausmaler, der hängt da wohl drin. Alter, was ist hier schon wieder los? Wir rasten alle aus. Eieiei. Scheiße.
auch nicht. Jetzt ist ein Pieper da reingehauen. Mal gucken, ob wir noch ein Spray holen oder so. Aber ein Motorwäsche machen. So. Ja, die sagen nicht alle schon. Ja, kannst du nicht alles zumachen. Ja, diese Gitterdinger da. So gefällt mir das. Ja, Fahrradinspektion gemacht. Gepäckträger und alles hält. So. Ich habe gerade eine Waage bekommen. Und ich wollte einfach mal meine Klamotten liegen. Mal gucken, mit wie viel Gepäckgewicht ich so unterwegs bin. Und ja, mein Akku, der ist. Davon haben wir 2. Die erste Tasche wiegt 6,5. Die zweite Tasche 5,4. Der Rucksack 1,2. Meine kleine Fronttasche. Tasche Nummer 3. Und jetzt einer der Favoriten. Was? 7,8 Kilo. Du bist jetzt schon 8. Und mein Schlafgedöns wiegt. 3,9 Kilo. So wie bei den Kabelbinder vorhin. Mein Gott. Die Kabelbinder ging aber einfacher. Ja, mach doch mal. So, alle Taschen zusammengerechnet, waren wir jetzt bei genau ungefähr so 35 Kilo, ja, plus 3 Liter Wasser und Essen kommt noch dazu. Na, dann bin ich bei ungefähr 40, nur 40 Kilo Gepäck, das kann schon was. Und jetzt machen wir uns aber erstmal einen schönen Abend. Bis morgen. Was ist für eine Röhre da? Gibt's doch gar nicht, lass uns mal. Guck mal. Krass, was auf dem Handy aussieht. Ferngeleuchtet. Wie vom EVO, dass du da. Ich weiß ich nicht. Also die Kamera nimmt halt auf jeden Fall heftiger auf. Oh, ey, warte, warte. Und dann nenne ich mal eine Marderschreckbeleuchtung. Der wird auf jeden Fall nicht mehr drin schlafen. Ich brauche 4 Stück davon in jedem Reifen. Ich glaube, ich rüste mir die auf dem Fahrrad nach, ey.